Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute etwas ungewohnte Umgebung beim Flo im Loft. Ja, der Flo ist auch übrigens, habt ihr ja gesehen, hier der Special Guest heute. Heute das Thema ist Rennstreckenerfahrung, mein Fazit nach den ersten dreimal auf der Rennstrecke, obwohl ich letztes Jahr meinen Führerschein gemacht habe. Und ja, was waren das für Eindrücke, was kann man irgendwie mitgeben und was haben auch der Flo, der war jetzt auch nicht so oft, eigentlich genauso oft wie ich, glaube ich, oder... Du warst einmal mehr mitgenommen. Einmal mehr. Flugeltraining habe ich auch gehabt und sonst zwischendurch im Abstand von 2 Jahren einmal mehr mitgenommen. Genau, ein bisschen länger Abstand und so. Ich habe das relativ komprimiert alles gemacht. Ne? Und naja, auf jeden Fall haben wir beide... Inklusive Führerschein gemacht. Ja, und Führerschein habe ich auch noch gemacht. Also auf jeden Fall haben wir vorhin ganz kurz mal so angerissen, haben wir ungefähr die gleichen Erfahrungen gemacht. Das war ganz interessant. Ne? Aber da kommen wir jetzt zu. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, ich habe letztes Jahr meinen Führerschein gemacht. Also 7 Monate jetzt her, ne? Im September letzten Jahres. Dann kam leider der Winter. Aber trotzdem halt die V2, die kennt ihr ja, die rote als erstes Moped gehabt, war auch so gut, da mache ich nochmal ein eigenes Video zu. Ja, auf jeden Fall Führerschein gemacht, klar, im Winter wenig gefahren und dann eigentlich schon relativ klar gewesen für mich, dass ich, habe ich dir auch immer gesagt, so, ich habe mal Bock auf Rennstrecke, weil ich kam hier in den Laden zum Flo, ich kenne uns ja auch schon ewig und da hatte der direkt die R1 hier stehen, mit der er auch gefahren ist, die steht jetzt hier nicht, die steht oben, aber direkt eine Rennstrecke und ich so, boah, hast du schon mal Rennstrecken gemacht und sowas und er so, ja, ich war schon mal bei so einem Rookie-Training und so und ich so, boah, lass das nächste Jahr mal machen und er so, ja, können wir mal machen, zack. Haben wir gemacht. So, dann war ich das erste Mal allerdings alleine auf der Rennstrecke. Das war mit Ducati for You im Mai diesen Jahres. Ja. Und das da kommen bevor wir, du das Rookie-Training gebucht hast. Genau, irgendwie leider ein bisschen blöd, weil da kommen wir gleich zu, dass ich das Rookie-Training mit Ducati irgendwie so falsch gebucht habe. Aber das Ding war halt, dass da war ich alleine, also erstmal ohne dich, weil wir sonst so ein bisschen Team jetzt hier. Aber da wusste ich halt gar nicht, was auf mich zukommt. Das war mit der V2, sprich Straßenmoped. Und das war so ein bisschen nach dem Motto, ja... Ich guck mal, was das gibt. So, ne? Also das war halt wie gesagt im Mai. Und da kommen wir zum ersten Punkt, den ich irgendwie für mich so wahrgenommen habe. Ich war maßlos mit allem überfordert. Das ist Punkt 1. Ey, kein Spaß. Ne? Also wir fangen mal an. Ich kam da an, das war Nürburgring Grand Prix Strecke. Ich kann es ja einmal erzählen, wie es bei dir war. Aber ich kam da an mit meinem Hänger, der Karre hinten drauf. Und dann komme ich da an, steig aus und die ersten Leute wuchten schon ihre Reifen, bauen ihre Zelte auf, haben schon Reifenwärmer drauf. Du siehst die krassesten Karren der Welt, die Lederkombis, schon irgendwie Rutschspuren drauf, die wildesten Haudegen ever. Bestens vorbereitet. Oh, bestens also vorbereitet. Besser geht, die machen, du siehst sofort, die machen das schon 30 Jahre, so gefühlt. 100%. Ja? Und dann stehe ich da und denke mir so, okay, was mache ich jetzt eher? Was, wo muss ich denn überhaupt hin? Und okay, Anmeldung und dann eine Box. Okay, eine Box, krass, dann kommst du in die Box. Alle Leute schon irgendwie mit Teppichen, mit Tischen aufgebaut. Da stehen schon Laptops für die Analyse. Und ich stehe da so, ich habe einen Rucksack, meinen Helm, meine Lederkombi war noch im Auto und mein Moped. Ich bin der Daniel. So habe ich mich gefühlt. Und ich war wirklich nicht überfordert, aber ich würde sagen überfordert von den Eindrücken. So, dass ich erstmal dachte, okay, ich fühle mich so, als wäre ich in meinem Leben noch nie Motorrad gefahren und muss jetzt das erste Mal fahren. So habe ich mich gefühlt. So, und jetzt kommst du. War es bei dir genauso? Bei mir war es ein bisschen anders, weil ich habe meine erste Rennstreckenerfahrung war das Rookie-Training von Hafenegger. Und die Firma Hafenegger, die schickt so eine Checkliste raus, wo du wirklich abhaken kannst, was du alles brauchst. Hast du gemacht? Was hat der Flo gemacht? Checkliste, Stift. Ja. Und ich habe alles abgehakt. Ich war bestens vorbereitet. Viel zu krass, alles Sachen, die man gar nicht braucht. Man macht sich ja Gedanken halt, ne? Was brauche ich, was brauche ich nicht. Und habe aber eine ähnliche Erfahrung gemacht, als ich dort angekommen bin. Ich war in Oschersleben das erste Mal. Und bin auf den Hof gefahren, hab mir gedacht so, yo, was ist hier los? Ja. Ne? Panigale R, ja. BMW S1000 RR, ja. Leute mit Zelten, die haben alle mehrere Fahrzeuge da gehabt, Ersatzfahrzeuge, Wahnsinn. Grill, die haben Tische gehabt, die haben gegrillt, wie im Garten. Ja. Ne? Dann haben sie Karten gespielt abends und also perfekt vorbereitet. Ne? Und dann kam ich. Genau das Gleiche, genau. Also genau ich hatte dieselbe Erfahrung. Müsli-Riegel und eine Flasche Wasser dabei. Ne? Ja, also das ist halt so das Thema. Da würde ich fast irgendwie weitergeben wollen, so das, was ich jetzt erlebt habe. Weil wir waren ja dann ein zweites und ein drittes Mal so und da war es halt gar nicht mehr so. Da wusstest du jetzt schon, was abgeht. Und das Ding ist halt, jeder hat ja irgendwann das erste Mal auf der Rennstrecke gehabt. Und ich denke mal, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Aber ich glaube, da ist jeder irgendwie so ein bisschen überfrachtet von den ganzen Eindrücken. Und du musst zur technischen Abnahme, du musst noch die Startnummer kleben, du musst deinen Transponder anbringen. Oh mein Gott, wo bringe ich denn den Transponder an? Das Ding ist halt, ey, bei dem Moped Track Day, ja, jetzt auch im gleichen Vergleich zum Auto Track Day, da sind alle so locker. Ey, das ist der nächste Punkt. Wie geile Leute sind immer überall da. Wir hatten Sachsenring mit die coolsten Leute in der Box. Jetzt Oschersleben, mindestens genauso coole Leute in der Box. Alle helfen sich gegenseitig. Das ist beim ersten Mal auch. Ne? Ja. Niemand lässt sich im Regen stehen halt. Ja. Ne? Du kommst dorthin
Und sofort, also die kümmern sich schon von alleine um dich, ja, halt, ne? Wenn sie merken, du kommst nicht weiter. Also es ist so hilfsbereit, ich Wahnsinn. Das auch so geil. Also wir hatten wirklich, Flo und ich, wir haben jedes Mal gesagt, was waren das für geile Typen? Zum Beispiel Siggi, wenn du das siehst, Legende. Richtig, ein altes Moped am Start, fährt am Sachsenring sauflott, hat dem Flo recht geholfen, Kies zu sammeln, da war ich noch draußen am Fahren. Ja. Ey, direkt mit dabei, Fragen beantwortet, all sowas, ne? Der war noch vor mir am Moped und hat es auseinandergebracht und hat das Kies aus dem Kabelbaum gerüttelt, als ich mich abgeschossen habe. Ey, ich sag's dir, also das ist so eine Sache, da muss man irgendwie, ich sag mal, das ist so ein bisschen so ein wohles Gefühl, wenn man weiß, ey, da guckt keiner von irgendwie oben herab oder denkt sich so, oh, guck mal, ein Frischling, der weiß gar nicht, was er macht, sondern dann wird eher geholfen. Ja, das ist so geil. Also habt da keinen Schiss vor, ihr werdet überfordert sein von den ganzen Eindrücken, weil das ist krass. Aber jeder hat irgendwann mal angefangen und es sind immer genug dabei, die auch das erste Mal dabei sind. Also das passt. Ja, aber es ist halt so, beim ersten Mal, als für mich, das kam da an und dachte nur so, wow. Das war so mein Eindruck. Ja. So kein Vergleich zum Auto-Track Day? Also gar nicht? Weil da ist hab das nicht? So noch nicht mitgemacht. Ich habe mal ein BMW-Training gemacht, aber es ist kein offizielles. Da beschäftigt sich nicht jeder so krass mit dem Thema. Nicht so, der ist nicht so mit Herzblut dabei. Ja. Weißt du? Und das siehst du da direkt mit, wie du gesagt hast, mit den Grills und so. Das ist so krass. Die Leute leben das richtig. Die leben das. Ne? Ja. So, und das siehst du da. Und dadurch, dass du neu bist, denkst du direkt so, boah, wie soll ich das denn alles kompensieren? Ja. Die haben ja so viel Erfahrung. Oh mein Gott, was soll das werden? Ja. So. Aber es ist halt auch dadurch, dass du ja, auch wenn du neu bist, ja auch in eine Gruppe eingeteilt wirst. Ja, ja, klar. Dann, ne, dass das halt alles so ein bisschen, also du kannst halt, du wirst in kein offenes oder in kein kaltes Wasser geschmissen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber da sind wir gleich beim nächsten Thema. Geführtes Fahren oder freies Fahren? So, ich habe bis jetzt einmal freies Fahren gemacht. Bei Ducati for You war ich in einer Instruktorgruppe. Dann sind wir irgendwann in eine Einzelinstruktion gegangen. Da war ich dann in einer schnelleren Gruppe. Das hat aber auch noch gut gepasst. Bei Hafnenberg habe ich das Rookie-Training gemacht. Das ist auch komplett geführt. Da sind dann zwei Stints, die man alleine fährt. Da war bei uns Regen, das heißt, ich bin nur geführt gefahren. Und dann war ich jetzt in Oschersleben das erste Mal allein auf der Strecke. Und das war, wie gesagt, das erste Mal so alleine. So, und das war so mein Fazit, was ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr das erste Mal macht. Ich würde geführtes Fahren machen. Also egal, ob jetzt bei irgendeinem anderen Anbieter oder wie gesagt, diese Rookie-Schule. Das ist schon geil, weil du wirst auf gar keinen Fall überfordert. Jetzt beispielsweise kann ich nur von sprechen, du ja auch, du hast es auch gemacht, Hafenlecker Rookie-Schule. Ja. Ey, das ist so entspannt. Ne? Du wirst, also auch wenn du am Anfang denkst, oh scheiße, ich glaube, ich habe irgendwas Falsches gebucht. Was ist hier los? Die ganzen Leute. In der Rookie-Schule sind alle das erste Mal quasi da, vielleicht das zweite Mal machen sie nochmal. Aber jeder ist da, um zu lernen, um erstmal zu gucken, was abgeht. Und es ist so entspannt. Dir wird der ganze Stress genommen. Du fährst und nach dem ersten Stint bist du schon voll dabei. Das ist so geil. Und so war das bei mir nach dem Motto, das würde ich jedem empfehlen, das als erstes zu machen. 100%. Alleine um, du denkst ja am Anfang, dass du weißt, wie das funktioniert mit einer Rennstrecke und hin. Gar nicht, überhaupt nicht. Ich bin da hingekommen, alles hat neu angefangen und die geben sich echt Mühe halt. Ne? Die fangen wirklich bei Null an, die zeigen, welche Flaggen gewählt werden, wann muss wie, wer raus, rein, worauf musst du achten halt, ne? Von A bis Z und dann wird auch echt ganz langsam, wir haben gerade noch Onboards geguckt von mir, von meinem Rookie-Training und da wird auch einer, fährt ganz langsam vor, ihr fahrt vernünftig eine Linie und besser geht's gar nicht. Voll, du wirst einfach in die Hand genommen. So, dir wird dieser ganze Stress genommen. Aber ich sag mal so, Kontrastprogramm wäre so ein Ding, auch wenn man denkt, man ist schon der wildeste Fahrer und alles, selber zu buchen und direkt, sage ich mal, eine freie Gruppe zu gehen, stelle ich mir wild vor, bin ich ganz ehrlich. 100%. Wenn du nicht weißt, was abgeht und wenn du, ist ja auch Stressmoment im Kopf halt. Ne? Wenn du nicht weißt, was abgeht, dann stelle ich mir wild vor. Ja, oder ich stelle es mir zumindest sehr wild vor, weil du bist erstmal so beschäftigt mit anderen, das erste Mal auf einer Rennstrecke und boah, das ist, glaube ich, wild. Also mein Fazit wäre, was sagt ihr, wie habt ihr angefangen, aber mein Fazit wäre, nicht bei den Tourifahrten bei Nordschleife anzufangen, sondern halt irgendwie so ein Training zu machen, weil dann bist du sicher, du weißt, was abgeht und danach baust du auf. Halt geil. 100%. Ja. Nächstes Thema. So, ich bilde mal kurz ein Foto ein oder noch nicht, aber ich erzähle erst kurz die Geschichte. Ich kam jetzt zu Ducati, da Ducati for You an Nürburgring und hatte so vorher überlegt, was nehme ich mit. Wie der Flo auch mit seiner Checkliste. Da hatte ich keine Checkliste, habe selber überlegt, auch von den Autotracktests, was ich so an Erfahrung hatte, so was nimmst du mit? Okay, ein Manometer, Luftdruckprüfer. Wichtig, fand ich mega wichtig. Ich habe einen Kompressor vom Auto, deswegen habe ich selber einen Kompressor mitgenommen. Dann habe ich Visier, Reinigungszeug dabei gehabt. Ganz wichtig. Und dann meine Moped-Kombi und Handschuhe, Schuhe, Helm und das war's. So, das heißt, ich stand da mit meinem Rucksack, mit meinem Helm und mit meinem Moped. Und wisst ihr, was ich noch dabei hatte? Eigentlich das Essential Part Number One, ein Stuhl. Damit war ich schon ganz weit oben. Ja? Ich hatte keinen Stuhl, ich habe auf dem Boden gesessen. Siehst du, okay, da kommen wir gleich zu. Aber, oh, pass auf, das war das, was ich hatte. Und dann stand ich da so, jetzt seht ihr das Foto, ja, mit den Sachen.
Und ich gucke die anderen alle an und denke so, okay, krass, ey, die sind irgendwie, die Stände allein schon, irgendwie Teppiche und Stühle und was zu trinken und ein bisschen Abreißpapier da und alles schön aufgestellt, dass du auch immer schnell dran bist, weil ich habe jedes Mal in meinem Rucksack gekramt und so. Also einfach dieses... Ne? Fahrplan ausgedruckt halt. Ne? Da sind wir auch noch nicht. Das haben wir auch vergessen. Ne? Korrekt. Aber zumindest dieses, ich nenne es mal Setup, ja, dass man sich so viel Gedanken macht, was baust du alles? Ganz ehrlich, das entwickelt sich. Guckt mal ganz ehrlich das Foto, was ich euch vorhin eingeblendet habe, wie es bei mir beim ersten Mal war und jetzt in Ausschussleben, wie wir da am Start waren. Jo. Weil wir uns einfach Gedanken gemacht haben, was nehmen wir mit? Wir hatten natürlich den Platz im Transporter, was geil war. Aber wir haben einfach gedacht so, okay, was nehmen wir mit? Alles braucht man nie, aber es ist geil dabei zu haben. Aber da würde ich ganz ehrlich als Tipp geben, macht euch nicht zu viel Gedanken, weil ich habe mit meinem Rucksack überlebt, hatte mega viel Spaß, das war mega. Und am Anfang brauchst du halt keinen Werkzeugkoffer und alles. Nein. Und du brauchst auch nicht, wer weiß was. Also ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, was ich so mitnehmen würde, das hatte ich dabei, was ich auch jemandem ans Herz legen würde, wäre ein Manometer, Luftdruckpulver, ist geil. Auf jeden Fall. Je nachdem, wie warm es ist, lässt du Luftdruck ab. Ja? Kompressor braucht ihr nicht, da gibt es auch mal einen Reifenservice, da könnt ihr euch mal Luft holen. Irgendjemand hat eh einen Kompressor, es hat auch jemand einen Manometer. Also ihr werdet niemals ohne was da stehen. Aber Kabelbinder ist auch so ein Ding, allein schon, wo packt ihr den Transponder hin? Ja? Hat auch jeder dabei, also keine Sorge, aber kann man ja mitnehmen. Habe ich auch ein Panzertape. Wenn irgendwo am Kabelbinder kein Platz ist, mal eben genau, was festkleben halt. Genau, ne? So ein Panzertape. So, und dann finde ich ganz wichtig eigentlich so, ihr kommt von der Rennstrecke, euer Visier ist voll mit Fliegen, irgendwas zum Saubermachen vom Helm, weil das Ding ist voll damit. Ne? So, und dann seid ihr eigentlich schon relativ dabei. Dann müsst ihr euch überlegen... Vergesst den Stuhl nicht, der Stuhl ist ganz wichtig. Der Stuhl ist so wichtig, also irgendwie so ein Liegestuhl. Ihr seid so platt, ihr braucht einen Stuhl. Ey, wichtiger als man denkt. Ja. Und was wichtig ist, Sprit. Ne? Ihr seid an der Rennstrecke, habt oftmals kein Nummernschild dran, muss man abmontieren. Das heißt, ihr könnt nicht mal eben irgendwo hinfahren tanken. Deswegen, die Spritkanister gibt es bei, ich verlinke das unten, ich meine, wir haben bei Renngrip bestellt oder sowas. 20 Euro. RaceFox. RaceFox haben wir. Irgendwie 25 Euro, 20 Liter Kanister. Wir haben die Erfahrung gemacht, 2x20 Liter Kanister. 2x20 Liter, man darf das halt nicht unterschätzen. Ne? Ich sag mal, pro Person. Genau, 2x20 Liter pro Person. Ja. In den Rookie-Trainings ist das noch relativ entspannt. Voll. Da, weil ihr dreht die Fahrzeuge gar nicht so hoch. Ne? Und später braucht man ein bisschen mehr, aber ich sag mal, man darf das nicht unterschätzen. Man kann das nicht mit dem Verbrauch auf der Straße vergleichen halt. 2x20 Liter pro Nase, das ist schon nicht verkehrt. Auf jeden Fall. Dann sind natürlich noch so wichtige Sachen wie Moped mal checken. Ne? Also, dass eure Bremsbeläge nicht komplett runter sind, Flüssigkeiten alles drin ist und sowas. Ne? Ölwechsel, wer weiß nicht, vielleicht 4 Jahre her ist. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also halt nicht Moped einfach mal angucken. Ne? Also ist auch nicht so, dass das in so einem Rookie-Training, wer weiß, was für Belastung ausgesetzt ist, aber zum Beispiel, dass der Reifen genug Profil hat, dass vielleicht ein richtiger Reifen drauf ist. Wir hatten beide lustigerweise den gleichen Reifen im Rookie-Training drauf. Beide Rosso Corsa 2 von Pirelli. Ich fand's mega für mich. Also ich kam damit so gut klar, muss ich gar sagen. Gar keine Probleme gehabt. Auch also nicht mit Reifenwärmern, sondern auch kalt rausgefahren halten. Hat alles funktioniert. Runde eh was langsamer. Ersten 2 Runden macht der Instruktor. Sowieso müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Ich würde auch gar nicht anfangen. Ich habe mir zum Beispiel so Gedanken gemacht, kann ich euch nur von mir erzählen. Ich hing dann da, mit wie viel Druck fährst du los? Alles. Und ich habe mir richtig einen Kopf gemacht. Ja. Fahrt mit Seriendruck erstmal los. Das ist am Anfang so entspannt, gar kein Stress. Macht euch gar nicht so viel Stress, weil das ist irgendwo alles umsonst. Weil ich hatte alles durch und quer überdacht, du ja auch mit deiner Checkliste. Und schlussendlich nimmst du dein Moped und fährst. Und es ist auch nicht überfordernd. Es ist witzig, bei mir waren zum Beispiel auch Leute, die sind gleich mit dem Motorrad direkt dorthin gefahren und haben einfach mit Tape bevor das Ding losgegangen ist, haben einfach die Lichter alle abgeklebt und sind damit gefahren. Das hat auch funktioniert. Ne? Da waren keine neuen Reifen drauf oder die sind mit dem, was sie hatten, die hatten Rucksack auf dem Rücken und sind auch danach wieder nach Hause gefahren. Es geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Anfangssituation, auch dieser Gedanke an Rennstrecke, der überfrachtet einen und überfordert einen. Und das, was am Schluss ist, ist eigentlich nur, dass du Spaß hast, dass du gerade bei so einem Rookie-Training oder so einem instruierten Fahren relativ smooth fährst. Die sind sehr auf Sicherheit bedacht und dass du auf jeden Fall, du merkst es selber dann nach 2 Stints, merkst du, okay, ist alles halb so wild. So. Das ist so das, was ich versuche mitzugeben, weil das war bei mir der Angsteffekt, dass ich dachte, wie soll ich das alles überleben? Ja? So, und das war so mein Ding. So. Und das waren jetzt die ersten 3 Mal Rennstrecke halt bei mir jetzt. Du warst, wie gesagt, einmal mehr. Und wir haben noch viel gebucht dieses Jahr. Wir haben noch jede Menge gebucht eigentlich. Wir sind nochmal in Oschersleben, 2-mal in Oschersleben. 2-mal in Oschersleben. Ich sogar 3-mal. Wir sind noch am Pannonia-Ring, wir sind im Mugello, wir sind, das war's, glaube ich. Vielleicht noch mehr, aber wir haben auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut was gebucht. Ich bin noch mal im Sachsenring. Da bin ich auch noch mal mit Marc. Ja. Also das wird noch was dieses Jahr. Erste Mal Sticks gefahren, also was. Aber das ist alles was für die nächsten Videos, weil wir haben echt schon, selbst bei 3-mal Rennstrecke, schon so viel Erfahrung gesammelt, wo wir sagen, okay, da wächst man ja jedes Mal mit. Das ist so krass. 100%. Wir lernen jedes Mal dazu. Von Mal zu Mal gewachsen. Richtig. Was sagst du?
Plan ausdrucken und Uhr. Das war so unser Lesson Learned. Es gibt ja immer Uhrzeiten. Zeitschaltuhr. Zeitschaltuhr auch. Für die Heizdeck. So, es gibt immer Stints, ne? Da steht halt eine Uhrzeit, kriegst einen Zeitplan, das ist am Handy. Und da steht dann, wie viel Uhr, um wie viel Uhr es losgeht. So, und du holst halt jedes Mal das Handy raus und guckst, wann es losgeht. Die Erfahreneren, ne, das wissen wir jetzt auch, die drucken sich das Ding aus, kleben das irgendwo mit Panzertape kurz an die Wand. Daneben ist eine Uhr, irgendeine Uhr, dass du weißt, wie viel Uhr es ist, dass du nicht immer irgendwie aufs Handy gucken musst. Und dann weißt du, wann es losgeht. Alles so kleine Dinge, aber die dir aber Stress nehmen am Ende auch. Ist so, aber ganz ehrlich, das kommt. Weißt du, das kommt, macht euch keinen Stress, das kommt. Genau. Ne, immer mit nach der Zeit. Und ja, ich sag, also das Fazit von der ganzen Sache ist, dass ihr danach sowas von fix und fertig sein werdet, ja? Ich bin immer noch jedes Mal sowas von am Arsch, aber auch so happy, ne? Das ist so geil. Boah. Kommen wir auch gleich noch zu einer wichtigen Frage. Wie hast du dich gefühlt nach deinem ersten Trackday? Ja, das ist krass. Ich war fix und alle, physisch und psychisch, also beides. Ich war müde ohne Ende, konnte mich kaum noch konzentrieren, war fix und alle. Körperlich dazu komplett Schrott, Kernschrott, wirklich Muskelkater in den Beinen. Genau, noch nie so Muskelkater gehabt in den Beinen. Und es verlangt euch physisch, wie ich gesagt habe, und auch psychisch alles ab. Also ihr schwitzt so doll, weil ich auf alles konzentriert, auf die Sitzhaltung, auf die Blickführung, auf Lenker locker lassen. Also ihr habt ja so viel Eindrücke, ja, auf, wo der Instruktor sagt, da müsst ihr dann denken. Ihr setzt euch selber so viel in den Kopf, was ihr vorhabt. Und das versucht ihr alles umzusetzen, dann auch in der Geschwindigkeit und so. Dabei vergisst du wieder andere Sachen zu machen halt. Fix, ne? Und alle. Ja. Aber auch die geilste Sache, die es gibt. Also ich war so happy abends, dass das Ding da stand und ich dachte, boah, war das eine Erfahrung. Und ich muss sagen, danach direkt irgendwo infiziert gewesen. Also es macht so eine Laune. Man liegt sich quasi danach im Arm, mit dem Gösser in der Hand, im Liegestuhl, nach dem ersten Tag, feiert sich. Ja, das ist so geil. Das macht so eine Laune. Und man hat durch diese Community, die da an der Strecke ist, weißt du ja auch, am Schluss kennt man alle. Aber 100%. Ne? Jeder kennt jeden irgendwie am Ende halt, das weil auch so jeder sich und mit dem anderen austauscht, ne? Auch diese Hilfestellung halt. Ne? Ja. Der eine weiß das nicht, der andere weiß das nicht. Dann fragt er ihn nach irgendeiner Erfahrung. Es ist schon krass. Ja, Mann. Also das passiert alles so automatisch. Wir haben richtig Bock auf die nächsten Male, würde ich sagen. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen die Angst, aber so einfach mal so, damit ihr gesehen habt, was ich auch für Gedanken hatte. Und ich denke, du auch, dass man erstmal so denkt, ey, was habe ich da gemacht? Wieso buche ich denn sowas, ja? Meine Gedanken, wenn ich aus der Box fahre, das erste Mal. Ne? Also, warum mache ich das hier? Aber es ist halt so geil und man braucht keinerlei Angst haben. Respekt vor der Rennstrecke, vor jeder Strecke immer. Respekt sollte man immer haben. Aber keine Angst. Und auch nicht diese Angst nach dem Motto, bin ich vielleicht derjenige, der am wenigsten Erfahrung hat, der langsamste ist. Und man sieht nur vermeintliche Profis überall. Jeder hat mal angefangen. Das ist sowieso ein wichtiges Ding halt. Ne? Am Anfang, vielleicht sollte man nicht auch als erstes auf die Zeit schauen. Ne? Gar nicht. Wie oft wirst du gefragt, ey, was bist du für eine Zeit gefahren? Gar nicht. Das ist so am Anfang, ist es wichtig, safe unterwegs zu sein. Linie fahren, die Strecke zu lernen, wie irgendwie auf Zeit zu fahren halt. Ne? Ganz ist tatsächlich Punkt. Nebensächlich Spaß. Voll. Heile wieder Spaß. Zurückkommen. Alles ganz wichtig. Ja. Ja, deswegen, ihr seht, also wir haben alle überlebt und wir hatten mega Bock. Wir hatten ja schon einmal einen Kieseinsatz. Aber es hat trotzdem richtig Bock gemacht. Alles, wir haben super Laune gehabt. Ne, immer eine Zeit, wo wir gesagt haben, ey, was war's für eine legendäre Zeit. Also, macht's. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal ich denke mal wieder hier, weil der nächste Rennstreckenansatz ist bei mir Hockenheim in 2 Wochen. Aber vorher kommt bestimmt noch mal ein Video hier. Und du bist das nächste Mal wahrscheinlich erst wieder in Oschersleben. Oschersleben, ne? So sieht's aus. Aber es kommt auch noch mal bald ein neues Moped beim Flo. Das verrate ich jetzt noch nicht zu viel. Das ist vielleicht schon nächste Woche. Und ansonsten checkt auf Flo's Kanal ab. Da drehen wir auch noch ein Video gleich. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, alles in die Kommentare. Anregungen und vor allen Dingen auch, wie habt ihr es empfunden, vielleicht das erste Mal auf der Rennstrecke, eure Erfahrungen, wenn ihr so ungefähr den gleichen Kenntnisstand habt, also eigentlich keinen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.